Weihnachtsmänner, Osterhasen oder Küken aus Schokolade. In den meisten Fällen sind die leckeren Figuren heutzutage hohl. Dann nennt man sie im Fachjargon, na klar, Hohlfiguren eben. Hohlfiguren haben eine lange und kunstvolle Tradition in Deutschland, auch in ihrer Herstellung. Aber wie macht man das heutzutage eigentlich? Die ersten dieser süßen Versuchungen waren Osterhasen, die in den 1920er Jahren von Konditoren handgefertigt wurden. Dann, 1950, gelang der Durchbruch zur seriellen Fertigung in Deutschland und die Figuren wurden auch in der Masse der Bevölkerung Botschafter der Freude, Symbole der Gemeinschaft und Träger von herzlichen Botschaften. Heutzutage werden Hohlfiguren in modernsten Anlagen mit präziser Genauigkeit und höchsten Anforderungen an Hygiene gefertigt und verpackt. Zunächst werden sie hier mit Schokolade befüllt und schon einmal kurz gerüttelt, um Luftblasen zu vermeiden. Diese Formen bilden gemeinsam das Negativ für die späteren Hohlfiguren. Bei geschminkten Hohlfiguren, also mehrfarbigen Figuren, sind noch einige weitere Schritte vonnöten. Schauen wir uns das einmal bei einem Schokoküken an. Alle andersfarbigen Stellen der Figur werden zuerst gegossen, und zwar nacheinander. Zunächst der Schnabel, dann die Füßchen, schließlich die Fliege und die beiden Augen für das spätere Schokoküken. Dann kommt der Großteil der Masse aus weißer Schokolade. Hier entsteht der Körper unseres Kükens. Danach werden die Formen gedreht, gewendet und gerüttelt. So stellen Schokolatiers heute sicher, dass die Figuren am Ende perfekt ausgeformt sind. Anschließend gehen unsere schokoladigen Kunstwerke in die Kühlung. Um die Schokolade schließlich aus den Formen zu lösen, werden diese entweder per Hand gestürzt oder wie hier zu sehen per Maschine kurz in der speziellen Kunststoffform getwistet. Hier werden sie automatisiert in den Verpackungskreislauf umgelagert. In luftiger Höhe geschieht anschließend der Weitertransport. Die Formen gehen zurück in den Kreislauf und werden wieder befüllt. In der Verpackungslinie gibt es Unterschiede. Je nach Produkt kommen verschiedene Materialien, Methoden und Verfahren zum Einsatz. Gleich bleibt, in jeder dieser kunstvoll gestalteten Verpackungen verbirgt sich mehr als nur eine Süßigkeit. Im Inneren findet sich der Inbegriff einer reichen Tradition, Symbole der Freude und der Freude am Teilen. Jede Hohlfigur repräsentiert ein kleines Meisterwerk, das aus technologischer Innovation und Liebe zum Detail entsteht. Sie sind Verkörperung dessen, was es heißt, das Leben in seinen süßen Momenten zu genießen.